Eigentlich sollten die Sommerhaus der Stars-Rivalen Ken Kaplan und Gigi DeRufio beim Fame Fighting am 4. November gegeneinander boxen. Dazu soll es wegen einer Eskalation mit Valentina Doronina bei der Pressekonferenz jetzt nicht kommen. Nun packt Vanessa Nwatu über das ganze Geschehen hinter den Kulissen aus. Schon bei das Sommerhaus der Stars sorgte Valentina Doronina nicht nur bei ihren Mitstreitern für Streitigkeiten, auch im Netz scheiden sich die Geister. Einige Zuschauer können ihr temperamentvolles Verhalten nicht nachvollziehen. Als wäre damit nicht genug, stichelte sie auch nach ihrem skandalösen Show-Exit weiter gegen Rivalen Gigi DeRufio. Freund Ken Kaplan und Gigi wollten ihren Streit nun eigentlich im Ring austragen und beim Fame Fighting am 4. November gegeneinander boxen. Doch die Pressekonferenz davor eskalierte so sehr, dass Valentina den Kampf kurzerhand absagte. Nun meldete sich Sommerhaus-Mitstreiterin Vanessa Nwatu zu Wort und packt neue Details von hinter den Kulissen aus. Vanessa Nwatu, Valentina hätte schon vor der Pressekonferenz provoziert. Unfassbar, was gerade passiert ist, stimmt Vanessa Nwatu ihre Instagram-Story an. Die Freundin von Alexander Petrovic meldete sich kurz nach der Pressekonferenz, die sie mit Gigis Freundin Dana besuchte, bei ihren Fans zu Wort und packte neue Details über die Eskalation aus. Die aktuelle Sommerhaus der Stars-Kandidatin berichtet, dass Valentina bereits vor Beginn der Konferenz provokant ihr gegenüber gewesen wäre. Bevor die Pressekonferenz begonnen hat, hat die liebe Valentina direkt angefangen, Stress zu machen, wie man sie kennt. Redet immer davon, man soll ihr doch keine Plattform geben, starrt uns dann aber mit ihrem Strohhalm im Mund richtig an. Sie saß auf der anderen Seite, quasi vor uns, und hat sich dann umgedreht und uns nonstop angestarrt, bis ich irgendwann gesagt habe, sie soll nicht so gucken. Und dann fing es an mit ich gucke, wohin ich will, wo ich mir einfach nur denke, warum muss diese Frau immer provozieren? Auch während der Konferenz soll sich Valentina laut Vanessa nicht zurückgehalten haben. Sie habe ständig zwischenrein gerufen, als Freund Ken und Gigi zu dem Boxkampf befragt wurden, und habe für Ken geantwortet, bevor Ken angeblich sagt, der Kampf ist beendet, ruft sie, Ken wird nicht kämpfen. Jetzt wird Ken nicht mehr kämpfen. Solch ein Verhalten ist für Vanessa einfach nur unbegreiflich. Sie schlussfolgert, was ist da los? Wie kann man nonstop immer noch so weitermachen? Ich verstehe es einfach nicht. Diese Frau ist wirklich unfassbar.